Hey, was geht, Leute? Das ist Jake. Und das ist Aria. Zusammen sind wir Legendary Films. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmgeek. Nachdem wir euch vor kurzem ein paar der merkwürdigsten Filmposter-Kreationen aller Zeiten gezeigt haben und dabei sick and tired of Photoshop wurden, dachten wir uns, zeigen wir euch ein paar mehr davon. Macht euch gefasst auf ein paar Sinnlosigkeiten der feinsten Sorte und das, bevor der Film losgeht. Wobei, eigentlich müssten wir jetzt weniger davon machen, weil sonst wären wir doch mehr sick and tired of Photoshop. Ist doch eigentlich nicht... Ja, irgendwie geht der Plan nicht so richtig auf. Seit wann geht einer unserer Pläne schon auf? Der junge Cole, der oft gehänselt wird, findet immer Schutz und Verständnis bei seiner attraktiven und coolen Babysitterin Bee, in die er auch heimlich, logischerweise, verliebt ist. I love her. Etwas weniger cool wird sie dann, als er ihr abends einmal hinterher spioniert, um zu erfahren, was sie so treibt, wenn er schläft. Und no good news, sie ist eine kaltblütige Killerin, die gemeinsam mit Freunden einer ganz merkwürdigen Sekte angehört. Und by the way, wer sich gerade fragt, was King Badge in so einer Art Film macht, das ist kein reiner Horrorfilm, das ist eine Horrorkomödie. Why is he shirtless? That's your first question? Das Ganze ist ein Netflix Original und erschien weltweit am 13. Oktober 2017 auf der Online-Plattform und zwar mit diesem Poster hier. Auf den ersten Blick sieht das nach einem ganz normalen, ansprechenden Poster aus. Eine scheinbar attraktive Babysitterin mit einem Jelly Toast und einem rot verschmierten Messer jeweils in jeder Hand. Was die Doppeldeutigkeit aufzeigt, dass sie entweder nur einen Marmeladentoast geschmiert hat oder eben etwas Dreck am Stecken bzw. Dreck am Messer hat bzw. Blut. Alles also cool? Nein, nicht alles also cool! Ist hier niemandem aufgefallen, dass diese Lady einfach zwei rechte Hände hat. Da hätten wir einmal die OG-rechte Hand, welche ein Messer umgreift. Aber dann hätten wir auch noch die linke Hand mit dem Toast, die auch eine rechte Hand ist. Ernsthaft, versucht das mal selber oder mit einem Freund oder mit einer Freundin. Das funktioniert nicht. Wie soll das gehen? Also, das ist die rechte Hand und die linke ist halt... keine rechte Hand, logischerweise. Dass bei Nicolas Cage-Filmen nicht immer alles ganz richtig läuft, ist auf jeden Fall kein Geheimnis. So ganz und gar nicht. Doch dieses Phänomen überträgt sich scheinbar auch auf seine Filmposter. Und zwar geht es um den Film Bangkok Dangerous. Vielleicht wusste es der ein oder andere von euch noch nicht, aber es ist nicht unbedingt unüblich, mit Schauspielern für Filmposter Fotos zu schießen. Und diese werden aber dann je nach Veröffentlichungsland nochmal separat überarbeitet. Und manchmal, wenn zum Beispiel die Pose des Schauspielers nicht zusagt, wird einfach mal ein Körper mit einer anderen Pose ausgewählt, auf den dann einfach der Kopf des Schauspielers raufgesetzt wird. Schauen wir uns hier also mal das Poster an, was für Bangkok Dangerous in Deutschland erschienen ist. Irgendwie sieht seine rechte Hand ziemlich unnatürlich aus, aber warum? Es scheint fast so, als hätte er eigentlich eine Pistole in der Hand gehabt, die aber dann nachträglich wieder rausgenommen wurde. Wisst ihr, was ich meine? Aber das noch viel seltsamere an dieser Pose ist eher sein linker Arm. Ich meine, was macht er da? Versucht er irgendwas aus seiner Innentasche rauszuholen? Weil ich meine, guck mal, sein Ellenbogen ist direkt unter seinem Gesicht, was bedeutet, dass sein Arm eigentlich gar nicht so unter seine Jacke passen dürfte. Um das einmal kurz zu demonstrieren. Moment, sein Arm ist richtig platt und dann ist seine Hand irgendwie hier. Was macht er? Juckt sein Rücken. Ist es das? Auf jeden Fall ist die Pose nicht so gemütlich. Aber zur Verteidigung von Nicolas Cage sieht man, wenn man auf das thailändische Poster schaut, dass sein Kopf derselbe, doch die Körperhaltung eine andere ist. Diese ergibt auf jeden Fall auch viel mehr Sinn und sieht auch deutlich natürlicher aus. Sein Ellenbogen ist zumindest da, wo es bei einem Menschen sein sollte und er hält in beiden Händen Pistolen. Aber in Deutschland wollte man anscheinend nicht, dass man diese Waffen sehen kann, weshalb sie scheinbar einfach entfernt wurden, beziehungsweise es wurde ein Arm so verrenkt, dass die Waffe unter der Jacke verschwindet. Sieht ein bisschen komisch aus. Keanu Reeves war schon immer ein kranker Badass, aber bevor er zu John Wick wurde, spielte er einen Polizisten, der eine Waffe besitzt, die ohne den Abzug zu drücken von alleine schießen konnte. Der LAPD-Detective Tom Ludlow gerät durch seine sehr gewagte und kompromisslose Herangehensweise in das Visier interner Ermittler, während er sich gleichzeitig mit Verrat und Korruption rumschlagen muss. Der Film Street Kings ist ein cooler Action-Thriller mit einem irgendwie viel zu krassen Cast. Ihr glaubt mir nicht? Okay, here we go. Also da hätten wir einmal Keanu Reeves, Forrest Whitaker, aka Zuri aus Black Panther, Hugh Laurie, aka Dr. House, Chris Evans, aka Captain America, Amaro Nolasco, aka Sucre aus Prison Break und sogar die Rapper Carmen und The Game. Was ist denn das? Avengers für Gangster? Aber zurück zu Keanu Reeves. Entweder ist er der unbestritten krasseste Typ der Welt oder dieses Filmposter von Street Kings ist besoffen. Ich meine, ich sehe ein Mündungsfeuer, aber keinen Finger am Abzug. Ich wiederhole, ich sehe ein Mündungsfeuer, aber keinen Finger am Abzug. Also wo kommt... Ich meine, was... Nein!
Einfach nein. Bei anderen Versionen des Posters sieht man Keanu Reeves in derselben Pose, aber ohne Mündungsfeuer. Also entweder hat Keanus Waffe mega Respekt vor ihm und wollte nicht, dass er sich die Finger schmutzig macht, oder der Photoshop-Artist war besoffen. You have one job, just one job to do, and you fucked it up. Kommen wir zu einem Superhelden-Klassiker, den bestimmt jeder hier schon mal gesehen hat. Und zwar meine ich die Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi mit Tobey Maguire als Peter Parker in der Hauptrolle. Im Jahre 2004 kam der zweite Teil der Trilogie in die Kinos und somit auch das nächste Filmposter. Und zwar genau das hier. Darauf sehen wir Spider-Man und Mary Jane Watson, die von Kirsten Dunst verkörpert wird. Auf den ersten Blick würde man vermutlich meinen, sie schwingen glücklich durch den Sonnenuntergang. Aber nein, tun sie natürlich nicht. Denn in den Augen von Spidey spiegelt sich Dr. Otto Octavius, auch bekannt als Doc Ock. Ziemlich coole Idee für ein Poster und auch echt gelungene Umsetzung. Gelungen ist da natürlich vielleicht nicht unbedingt das beste Wort. Denn wusstet ihr, dass Mary Jane scheinbar eine Fähigkeit hat, von der wir niemals im Film etwas erfahren? Ja, denn scheinbar ist sie in der Lage, wie Mr. Fantastic aus Fantastic Four, ihren Arm so lang zu machen, wie sie ihn braucht. Also das muss so sein, weil ansonsten kann ich mir nicht erklären, wie das hier möglich sein soll. Hall, wow. Das Ding ist, ich dachte erst, das wäre gar kein Problem, weil man könnte einfach ja hier so rumgreifen und sich irgendwie festhalten. Ist ein bisschen seltsam die Position, aber das geht schon. Aber der Arm zeigt hier ja nach unten. Das heißt, man muss irgendwie... Falls also hier jemand wissen will, wie er sich den Arm am besten ausrenkt, dann kann er sich hier einfach dieses Poster angucken und das dann nachmachen. Nein, Spaß. Renkt euch bitte nicht die Arme selber aus. Bitte. Und Mary Jane guckt einfach irgendwie zur Seite, da scheinbar ist irgendwas wichtiger als die Person, die sie gleich angreifen wird. Wollte ich nur mal anmerken, ist jetzt kein Fail, aber ist komisch. Falls ihr den letzten Teil noch nicht gesehen habt, in dem wir aufgeklärt haben, wieso Dwayne The Rock Johnson auf jeden Fall in den Tod gesprungen wäre, wenn er diesen Sprung gemacht hätte, dann checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung oder klickt hier. Ansonsten würden wir jetzt einfach sagen, how to reason, peasen.